Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meiner schönen asiatischen Buchwelt. Ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Teil von Zeig mir ein Buch, das. Im ersten Teil habe ich euch ja hauptsächlich Bücher gezeigt, die mit meinem Leseverhalten und meinen Lesevorlieben zusammenhängen. Und in diesem Teil geht es jetzt wirklich um Bücher mit Asienbezug. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Inspiration mit den Fragen und meinen Antworten. Wir beginnen gleich mit der ersten Frage und die kommt von der lieben Jenny. Zeig mir ein Buch, das du in deinem Japanologiestudium hast lesen müssen, in Anführungszeichen. Was ist denn alles Pflichtlektüre? Jetzt muss man wissen, dass ich Japanologie an der Universität Genf studiert habe. Da spricht man ja Französisch und zu meiner Zeit war der Chef der Japanologie ein Historiker. Deswegen lag der Schwerpunkt der Japanologie auch auf der Geschichte. Und wir haben das Buch von unserem damaligen Professor Pierre-François Suiri gelesen. Und das war Histoire du Japon, also die Geschichte Japans. Und das ist ein richtig dicker Klopper. Und der ist auch wirklich, wirklich gut. Ich glaube nicht, dass der übersetzt wurde, aber der enthält wirklich alles von den Anfängen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wenn ich mich nicht täusche. Also Zweiter Weltkrieg wird, glaube ich, noch angeschnitten. Und das ist wirklich sehr, sehr umfassend. Es gibt nur ein kleines Problem, und zwar die Qin und die Qing-Dynastie. Also die Qing-Dynastie ist ja die letzte Dynastie, die zu Ende ging zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und da steht dann Qin, also Qin. Und diese Dynastie gab es auch wirklich. Allerdings ist das mehrere tausende Jahre her. Die letzte Dynastie des chinesischen Kaiserreiches lautet Qin mit einem G am Schluss. Also da fehlt ein Buchstabe, das macht natürlich dann einen Unterschied. Nichtsdestotrotz ist das ein Buch, das wirklich sehr umfassend ist und Pierre-François Suiri schreibt auch sehr mitreißend. Also er beschreibt die Geschichte sehr spannend, es ist gut recherchiert, wir haben immer wieder verschiedene Fakten. Also wenn ihr Französisch lest, kann ich euch dieses Buch nur empfehlen. Auf Deutsch gab es damals bei unserer Bibliothek von O. Reischauer die Geschichte Japans, und zwar das alte Japan und das neue Japan, aber das waren beides so ganz dünne Büchlein. Also als Einführung, wenn man einfach einen groben Überblick haben möchte, was ist denn früher passiert in Japan oder was ist die Meiji-Ära zum Beispiel, was ist da passiert? Und ohne Vorkenntnisse reingeht, ist dieses Buch sehr empfehlenswert. Wenn ihr jetzt aber schon Vorwissen habt und das vertiefen möchtet, dann wäre natürlich das Buch von Pierre-François Suiri, also Histoire du Japon, viel empfehlenswerter, weil es da natürlich ganz viele Details gibt und man extrem viel lernen kann. Also man sieht das schon auch in der Bibliografie, wie viele Werke er gelesen hat. Also der war wirklich sehr, sehr versiert. Und in der Literatur, da wurde uns das Buch von Donald Keeney empfohlen, und zwar lautet der Titel Modern Japanese Literature from 1886 to Present Day. Da habe ich nicht alles daraus gelesen, also ich habe da so teilweise daraus gelesen, weil wir hatten ja die Literaturgeschichte im ersten Jahr gemacht und da hatten wir einfach einen Überblick über die großen Werke und ich habe dann zu diesen einzelnen großen Werke diese Passagen dazu gelesen. Das war sehr interessant. Und es ist auch wirklich sehr gut geschrieben, ist auch sehr dick, aber wenn ihr mehr über japanische Literatur erfahren möchtet, dann kann ich euch dieses Werk nur wärmstens empfehlen. Dann gehen wir weiter. Frage Nummer 2 kommt von Dani und überschneidet sich mit der Frage von Liber Cubiculum. Und zwar, Dani fragt, zeige mir ein Buch, von dem du dir wünschst, dass jeder es liest, der sich für die japanische Kultur oder die japanische Gesellschaft interessiert. Und dann die Frage von Liber Cubiculum lautet, ein Buch, das die Kultur von Japan am besten beschreibt. Hier möchte ich euch ein Buch vorstellen, das ich letztes Jahr gelesen habe, beziehungsweise gereadet habe und das ein absolutes Highlight war. Das hat von mir 5 Sterne bekommen. Das Buch wurde von einem Japaner geschrieben und zwar ist es 1905 rausgekommen. Er hat das Buch aber auf Englisch geschrieben, nicht auf Japanisch, weil er eben wollte, dass das Buch zugänglich ist für die westliche Welt. Die Rede ist von Okakura Kakuzo, das Buch vom Tee. Das ist hier beim Nicole Verlag erschienen. Das ist ein wunderschöner Einband und es ist sehr dünn, aber ich habe ganz viele Klebchen hier reingemacht. Hier geht es nicht nur um den Tee. Es geht vordergründig um die Geschichte des Tee. Wie ist der Tee überhaupt von Indien über China
nach Japan gekommen? Wie hat sich die Geschichte des Tees und dann die Teezeremonie in Japan entwickelt? Aber wir erfahren eben darin auch die Geschichte und Kultur Japans. Der Autor hat das ja 1905 geschrieben. Damals fand der russisch-japanische Krieg statt. Und man muss es auch vor diesem Hintergrund lesen, denn er ist schon ein großer Verteidiger der japanischen Kultur, vor allem zu Beginn des Buches, und greift eben auch den Westen an. Und das hängt damit zusammen, dass er eben die japanische Kultur profilieren möchte, weil in der Zeit befand sich Japan quasi in der Schule des Westens. Das heißt, man hat den Blick nach Westen gerichtet, man hat versucht, moderne Techniken und Wissenschaften sich anzueignen und die auch weiterhin im Land zu fördern. Hingegen zuvor war der Anhaltspunkt für Japan China. Und das wird hier eben beschrieben. Und er versucht eben zu zeigen, dass die japanische Kultur und Kunst und Teezeremonie, dass das auch einen gewissen Wert hat, dass man das nicht einfach alles wegwerfen kann und sagen kann, wir wollen jetzt nur moderne westliche Technik. Deswegen muss man hier den Kontext sehen, wenn man so Kritiken hört, dass man sich da nicht irgendwie angegriffen fühlt und sagt, warum sagst du mir das? Ich interessiere mich ja gerade für diese kulturellen Aspekte. Und er zeigt eben auf, worin die japanische Kultur besteht. Was ist die Essenz der Teezeremonie? Oder weshalb kommt es, dass man in Japan eben Pulvertee trinkt, zum Beispiel Matcha-Tee, aber in China hat man zum Beispiel offene Blätter, also Teeblätter, die man aufgießt. Und in Europa haben wir ja diese Teebeutelchen. Wie kommt das? Also man lernt nicht nur sehr viel über Japan, man lernt auch sehr viel über China und auch über unsere eigene Kultur. Deswegen kann ich euch dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Frage Nummer 3 kommt wieder von der lieben Jenny. Und zwar fragt sie, zeige ein Buch, das die Gesellschaft und Landschaft in Japan gut darstellt. Hier möchte ich euch ein Buch vorstellen, das ich dieses Jahr im Juni oder Mai gelesen habe, und zwar von Kawakami Mieko, Brüste und Eier. Weshalb dieses Buch? Es ist ein sehr ruhiges Buch, aber wir haben mehrere Schauplätze. Wir haben zum einen Tokio, aber wir haben auch Osaka, und wir haben eine Protagonistin, die uns tief in ihr Innenleben reinsehen lässt, die aus armen Verhältnissen in Osaka kommt, aus einer zerrütteten Familie, die auseinanderfällt, und man sieht, wie sie eben kämpfen müssen. Und das zeigt einen Aspekt der japanischen Gesellschaft, der nicht oft in Übersetzungen thematisiert wird, die Armut. Ich habe das Gefühl, wir lesen viel öfter über Leute, die es geschafft haben, oder aber dann Kriminalromane, jetzt auch für Japan, gibt es auch immer mehr, oder manchmal auch so melancholische Geschichten, dann sind die Protagonisten so ein bisschen älter. Hier ist die Protagonistin erst Anfang 20 und dann Anfang 30. Und wir sehen, wie sie eben versucht, sich einen Platz zu erkämpfen als Schriftstellerin in Tokio, und dass das nicht ganz so einfach ist. Man sieht dann eben auch, wie das funktioniert als Schriftstellerin in Tokio, wie man mit den Agenten interagiert. Und unsere Protagonistin ist zusätzlich asexuell. Und da sehen wir eben auch, wie sich die Beziehung von ihr und den anderen Leuten verändert nach ihrem Coming Out. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die Sprache ist wunderschön. Also Kawakami schafft es zum einen, Alltagsdialoge darzustellen. Die können auch ein bisschen ruppiger sein, wenn sie mit ihrer Schwester aus Osaka spricht. Oder sehr direkt, wenn sich eben die Schwester irgendwie Gedanken macht über die Größe ihrer Brüste, ist titelgebend. Aber wir sehen dann eben auch, wie sie versucht, Probleme mit sich selbst auszumachen und eigentlich nicht viel mit anderen Leuten spricht, aber sie denkt viel nach. Sie macht sich Gedanken über gewisse Probleme und sie recherchiert sehr viel. Und somit haben wir im Hintergrund ein wunderschönes Landschaftsbild von Japan, das eben von einer Gesellschaftsschicht zeugt, die am Rande steht. Zum einen finanziell am Rande, dann Frauen, mit welchen Problemen die Frauen in der japanischen Gesellschaft zu kämpfen haben. Und dann haben wir natürlich auch noch den Punkt der Asexualität. Und dann noch einen Punkt, den ich jetzt aber nicht spoilern möchte, denn da geht es eben auch wieder um sie als Frau in der japanischen Gesellschaft, aber in einer ganz speziellen Position, jetzt nicht als alleinstehende Frau, die sich als Schriftstellerin etablieren möchte, sondern in einem anderen Bezug. Also
Da werden sehr, sehr viele Punkte abgedeckt. Wir haben eben zum einen diese Alltagsgespräche und zum anderen haben wir lyrische Beschreibungen und ja, einfach sehr tiefgreifende Gedanken, die auf ganz feine Art beschrieben sind. Das ist ein wirklich dickes Buch, aber mit einer wunderschönen, zart gesponnenen Geschichte, die ich euch nur empfehlen kann. Frage Nummer 4 kommt von Anne von Literaturlärm und war wirklich schwierig zu beantworten, denn sie fragt: Zeige ein Buch, das von einer lesbischen Beziehung in Japan handelt. Jetzt habe ich mehrere Bücher bereits gelesen zum Thema LGBTQ, aber ich muss gestehen, eine lesbische Beziehung stand da nicht im Vordergrund. Was ich aber gelesen habe vor ein paar Jahren, als ich ein bisschen länger darüber nachgedacht habe, da ist es aber nicht ganz so explizit, ist von Murakami Haruki, Sputnik Sweetheart. Und da haben wir ja zwei Frauen. Wir haben die junge Sumire, sie ist Anfang 20 und sie geht mit der 17 Jahre älteren Mio auf eine Reise nach Europa. Und wir gehen da zum Beispiel eben auch sogar in die Schweiz. Das ist sehr selten in japanischer Literatur, hat mir aber sehr gut gefallen, weil das in Genf spielt und ich damals in Genf studiert habe und da einen Bezug, halt eben einen zusätzlichen Bezugspunkt zum Buch bekommen habe. Und es kommt auch noch ein junger Mann vor. Und es gibt natürlich dann eine Art Dreiecksbeziehung, die ist aber sehr speziell. Also sie ist ausgeglichen und unausgeglichen zugleich. Das hat mir mit Anfang 20 sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das Buch in letzter Zeit nicht gereadet. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich in letzter Zeit so ein bisschen Mühe habe mit Murakami Haruki, dass es nicht mehr so ganz meinen Nerv trifft, jetzt Mitte 30, hingegen mit Anfang 20 absolut. Da war ich ein absolutes Fangirl. Deswegen würde ich das bedingt empfehlen, aber wenn euch lesbische Beziehungen in Japan interessieren, dann seht euch gerne das Buch und den Klappentext an. Vielleicht ist das ja was auch für euch oder auch für dich, liebe Anne. Und dann habe ich noch ein bisschen recherchiert und ich habe eine Anthologie gefunden, die interessant sein könnte. Und zwar heißt die Anthologie Sparkling Rain and Other Fiction from Japan from Women Who Love Women. Ich weiß nicht, wie gut das Buch ist. Ich habe es ja selbst nicht gelesen, aber auf Goodreads hat es 3,78 Sterne. Das ist doch eine sehr, sehr gute Bewertung. Und da es ja eine Anthologie ist, findet man dann darin wahrscheinlich sehr, sehr viele Geschichten, die von lesbischen Beziehungen in Japan sprechen. Und natürlich jetzt nicht nur Gegenwartsliteratur, sondern wahrscheinlich eben auch von der Vergangenheit. Also ich glaube, das ist sicher auch eine sehr empfehlenswerte Lektüre. Die nächste Frage kommt von Dirk und zwar fragt er: Zeige ein Buch, das sich mit der Aufarbeitung des Krieges nach 1945 beschäftigt. Hier möchte ich euch zwei Bücher in die Kamera halten, zum einen ein Sachbuch und einen Roman. Ich beginne mit dem Sachbuch und zwar ist das von Oguma Eiji, A Genealogy of Japanese Self-Images. Und hier haben wir die Zeit vor dem Krieg und nach dem Krieg, wie der Mythos quasi des reinen Blutes in Japan entstand, wie hat Japan Taiwan und Korea kolonialisiert und wie wurden diese Leute zu japanischen Untertanen, wie wurden sie behandelt und wie hat sich der Diskurs nach dem Krieg verändert. Also nach der Kapitulation, da spielt auch die Rolle des Kaisers eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und das Buch kann ich euch einfach nur wärmstens empfehlen. Ich habe auch einen Blick in das Original geworfen. Ich habe das Gefühl, dass nicht alle Kapitel übersetzt wurden. Also ich fand gewisse Passagen nicht. Andere waren wirklich 1:1 übersetzt. Und es ist sehr, sehr gut übersetzt. Das ist auch ein Buch, das sich sehr süffig liest und wirklich sehr interessant ist. Man erfährt hier natürlich auch die großen Namen der japanischen Politiker, japanischen Denker, also Philosophen, aber auch Professoren. Man sieht auch, welche Rolle das Christentum in Japan dabei gespielt hat. Also wirklich sehr, sehr interessant. Wenn euch das interessiert, kann ich euch dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Und dann der Roman. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe das Buch gelesen, bevor wir umgezogen sind. Ich habe mein ganzes Bücherregal durchstöbert, aber ich finde es nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz eine ganz große Empfehlung, mein Lieblingsbuch von Ishiguro Kazuo, und zwar Ein Maler der fließenden Welt. Hier befinden wir uns in der Nachkriegszeit. Unser Protagonist, unser Ich-Erzähler, der war ein großer Maler während der Kriegszeit. Der Krieg ist jetzt zu Ende, er ist schon etwas älter. Seine Kinder sind erwachsen geworden, die eine Tochter ist verheiratet und hat einen kleinen Jungen
Und er sieht, dass zum Beispiel, dass dieser Enkel sich an ganz neuen Dingen orientiert. Also er möchte Cowboy spielen, während man zu seiner Zeit noch Samurai gespielt hat. Und er imitiert so englische Wörter, kann aber natürlich nicht Englisch sprechen. Und das kommt ihm ganz, ganz fremd vor. Es gibt immer mehr Frauen, die kein Kimono mehr tragen, sondern westliche Kleider tragen. Also wir sehen, dass sich die japanische Gesellschaft immer mehr wandelt. Auch die Art und Weise, wie die Leute miteinander reden. Die jüngere Tochter ist zum Beispiel sehr direkt, sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Und das, ja, brüskiert ihn so ein bisschen, weil er sich gewohnt ist, dass die Gespräche sich so im Kreis drehen, im Kreis drehen, im Kreis drehen. Man sagt nicht genau, was man sagen möchte, aber man lässt den anderen wissen, ich möchte das jetzt eigentlich nicht machen. Und dann ist es die Rolle des anderen, darauf einzugehen und zu sagen, okay, dann machen wir das nicht. Oder einfach das Thema dann das fallen zu lassen und ein neues Thema anzuschneiden. Also man sieht es auch in den Diskursen und halt eben auch, wie sich die Kunst verändert. Und das früher wurde er gelobt für seine Kunst, aber hat damit eben auch den Militarismus unterstützt. Und jetzt in der Nachkriegszeit wird er gemieden von immer mehr Leuten. Und er kommt damit nicht klar. Also er kommt in eine Sinneskrise für sein eigenes Schaffen, auch weil er jetzt in Rente geht quasi, also weil er nicht mehr so aktiv malt wie früher, aber eben auch, weil seine Anerkennung plötzlich futsch ist, seine Anerkennung in der Familie ist futsch und die Gesellschaft, so wie er sie gekannt hat, existiert auch nicht mehr. Und er muss sich darin orientieren und das Buch fand ich wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Ist natürlich auch wieder sehr ruhig beschrieben, wie das bei Ishiguro gerade so häufig der Fall ist, aber wenn ihr ruhige Geschichten mögt, die aber sehr viel Tiefgang haben und tiefe Einblicke in die japanische Gesellschaft bieten nach dem Krieg, dann kann ich euch dieses Buch nur sehr empfehlen. Die nächste Frage kommt von Kirschblüte und Rote Tinte. Ich verlinke euch mal ihren Instagram-Account unten in der Infobox. Und zwar, zeige ein Buch, das aus Taiwan kommt und das du wärmstens empfehlen kannst. Hier möchte ich euch ein Buch empfehlen, das ich dieses Jahr gelesen habe. Das wurde auch dieses Jahr auf Deutsch publiziert und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin da richtig durchgerauscht. Die Rede ist von Wu Ming-yi, der Mann mit den Facettenaugen. Wu Ming-yi kommt aus Taiwan, er stammt aus der chinesischstämmigen Bevölkerung und er engagiert sich aktiv für den Klimaschutz in Taiwan und davon handelt auch dieses Buch. Wir haben hier, ich sage jetzt mal, zwei Hauptprotagonisten. Zum einen haben wir Alice, sie ist auch chinesischstämmig und sie lebt im Osten von Taiwan. Und im Osten von Taiwan haben wir sehr viel Natur, wir haben sehr viel Gebirge, wir haben natürlich auch das Meer und da leben vor allem indigene Bevölkerungsgruppen. Und sie ist Literaturwissenschaftlerin und sie möchte auch selbst einen Roman schreiben. Das ist die eine Person und dann die andere Person ist Attilei. Attilei kommt aus einer Insel im Pazifik und die hat einen speziellen Brauch. Und zwar ist es so, dass zweitgeborene junge Männer nicht auf der Insel bleiben können, weil die Insel so klein ist. Das heißt, die werden dann in einem bestimmten Alter auf ein Boot geschickt und aufs Meer. Und dieses Schicksal ereilt auch Attilei. Und normalerweise kommen diese Jungs um. Er strandet aber auf einer riesigen Insel im Meer, die aus Müll besteht. Also das ist ein Riesenkomplex von Müll, von allen möglichen Sachen, die wir weggeworfen haben. Und er landet da und versucht da zu überleben. Und dieser Müllkomplex wird dann von der Meeresströmung immer mehr auf die Südostküste von Taiwan zugeschwemmt, bis sie dann eben da kollidiert. Und was dann passiert, wenn Alice und er zusammentreffen, das ist unglaublich spannend. Es kommen hier sehr, sehr viele Protagonisten vor. Einige hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Man hätte da ein bisschen kürzen können, um da ein bisschen stringenter die Geschichte erzählen zu können. Aber das, was über den Klimaschutz erzählt wird, ist super spannend. Zum anderen auch haben wir viele Nebencharaktere der von verschiedenen indigenen Bevölkerungsgruppen aus Taiwan. Deswegen lernt man halt eben auch die ethnische Vielfalt von Taiwan kennen. Man sieht aber eben auch die Naturvielfalt von Taiwan. Auch, dass wir Bergen haben, in denen man klettern kann, dass wir quasi fast schon dschungelmäßig Wälder haben, aber wir haben auch Küstengebiete und wie die Leute miteinander leben und was für Geschichten sie sich erzählen, indigene Identität, das wird hier alles thematisiert und ja, war einfach eine wunderbare Lektüre und ich kann sie euch nur wärmstens empfehlen.
Dann die letzte Frage kommt von der lieben Andrea von Andrea Wintermädchen und zwar zeige ein Buch, das du mir schenken würdest. Ja, liebe Andrea, ich habe schon so viele Tipps auf deinem Kanal für mich mitnehmen können, dass ich mir gedacht habe, ich empfehle dir 3 Bücher in der Hoffnung, dass eines dabei ist, das dir wirklich sehr gefällt. Ich beginne mit dem sicheren, denn du hast in einem deiner letzten Lesemonate von Mishima Yukio geschwärmt. Ich habe bis jetzt erst ein Buch von ihm gelesen, und zwar Bekenntnisse einer Maske. Das kann ich dir aber nur wärmstens empfehlen. Es ist ein ganz dünnes Büchlein. Ich habe es hier auf Englisch gelesen. Und wir haben ja auch einen ähnlichen Stil, den wir mögen. Also wir mögen teilweise so schnörkellose Sprache, die aber sehr tief geht. Und das schafft Mishima hier auch. Also er hat eine eigentlich sehr einfach anmutende Sprache, in der der Protagonist sein Leben darstellt. Das ist ja ein autofiktionaler Roman, wo wir einen Ich-Erzähler haben, der uns eben zeigt, wie es für ihn war, als homosexueller junger Mann im Japan der 20er, 30er Jahre aufzuwachsen, ohne eben über seine Sexualität mit irgendjemandem sprechen zu können. Also wie er das mit sich ausgemacht hat. Und er versucht sich dann auch selbst an einem gewissen Punkt in eine heterosexuelle Beziehung zu stürzen, um normal zu sein. Also er benutzt das auch teilweise als einen Ausdruck, dass er nicht normal sei, dass er kein richtiger Mensch sei. Also es ist wirklich schockierend. Andererseits gibt es dann wieder Momente, wo er sich akzeptieren kann, so wie er ist, seine Neigungen akzeptieren kann, und er schwankt da dazwischen. Und dieses Schwanken ist unglaublich gut erzählt. Wir haben dann auch noch die Kulisse des Zweiten Weltkrieges, also wir erfahren da sehr viel, wie es in den Schulen abging, was die Leute machen mussten während dem Zweiten Weltkrieg, was sonst so eigentlich nicht thematisiert wird, was ich ebenfalls sehr spannend fand. Und wir haben ja dann diesen aufsteigenden Militarismus und dieses Mannesbild, also das Bild von Männern, wird immer mehr stilisiert zu einem gewissen Kämpfer. Und er hat auch da eine Zuneigung dazu. Aber das führt natürlich dann auch dazu, dass es immer schwieriger wird, über Homosexualität zu sprechen. Also das ist eine absolute Empfehlung. Dann ein anderes Buch, das ich dir empfehlen kann. Du liest ja auch teilweise sehr gerne asiatische Krimis. Und da kann ich dir von Miyabe Miyuki Feuerwagen nur wärmstens empfehlen. Also mir hat dieser Krimi unglaublich gut gefallen. Das ist ein Klopper. Er hat auch einen stolzen Preis. Ich glaube, es ist fast 40 Euro oder so. Also ich habe 40 Schweizer Franken dafür bezahlt, beziehungsweise meine Mama. Sie hat mir das zu Weihnachten geschenkt. Und ja, also ich habe es geliebt, dieses Buch. Das ist das erste Buch von der Autorin, das in deutscher Übersetzung vorliegt. Sie hat in einer Anwaltskanzlei längere Jahre gearbeitet und hat da auch so viele Zeitschriften gelesen mit alten Fällen. Und das merkt man hier. Also dieser Fall ist so verstrickt. Also wir haben hier auch wieder mehrere Schauplätze. Wir haben nicht nur Osaka und Tokio, sondern wir haben auch Nagoya, wir haben auch Kyoto und wir gehen auch in den Norden von Japan, also an verschiedene Orte. Und die Geschichte ist die, dass wir einen älteren Kommissar haben, der wurde angeschossen und kann noch nicht zurück zur Polizei, weil er würde den anderen zur Last fallen. Und er bekommt dann eine Anfrage von seinem Neffen, er solle seine Verlobte wiederfinden, die ist nämlich plötzlich verschwunden. Und die heißt Sekine Shoko und er macht sich dann auf die Suche von Sekine Shoko und er findet dann heraus, dass Sekine Shoko nicht Sekine Shoko ist, sondern Sekine Shoko ist eigentlich die Identität einer anderen Frau. Und er gräbt dann weiter und versucht herauszufinden, weshalb hat die Verlobte von meinem Neffen diese Identität angenommen und wer ist sie überhaupt? Warum das so ist, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber ein wichtiges Thema hier ist Insolvenz, also dass wenn man so viele Schulden hat und die nicht mehr bezahlen kann, dass man eben Insolvenz anmeldet und sagt, ich kann meine Schulden nicht mehr bezahlen. Und das war erst möglich in den 1980er Jahren, das war vorher nicht möglich, also da ist man immer weiter runtergerutscht und in immer größere mafiöse Kreise geraten, also es war ganz, ganz schrecklich und das wird hier eben auch mit thematisiert. Es gibt im ersten Drittel einen Teil, der so ein bisschen zäher ist, weil
wir hier eben etwas über das Insolvenzsystem erfahren müssen, um die Tragweite dieser Geschichte verstehen zu können. Aber das ist wirklich sehr spannend eingebaut. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, wenn ihr Krimis mögt und wenn ihr Krimi mögt, die eben auch eine gewisse Sozialkritik beinhalten. Dann seid ihr hier absolut an der richtigen Stelle. Und dann das letzte Buch, das ich dir empfehlen möchte, liebe Andrea. Du hast in deinem 4000 Abonnenten Special gesagt, dass du gerne etwas über Vietnam lesen möchtest. Und ich glaube, dieses Buch wird dir gefallen, und zwar von Nguyen Phan Quy Mai, Der Gesang der Berge. Also nur schon das Cover ist wunderschön, aber die Geschichte danach ist auch ganz, ganz toll. Wir haben hier zwei Protagonistinnen. Wir haben eine Oma und ihre Enkelin. Und die Oma erzählt ihrer Enkelin ihre Geschichte. Das ist der Vergangenheitsstrang. Und wir haben dann auch die Geschichte erzählt aus der Perspektive der Enkelin. Das ist der Gegenwartsstrang, wobei man sehen muss, dass der Gegenwartsstrang kurz vor Ende des Vietnamkrieges und danach spielt. Und wir sehen einfach, was in Vietnam passiert ist. Also es ist eine super Einführung in die Geschichte von Vietnam anhand eben einer Familienchronik erzählt, sodass man wirklich verstehen kann, was hatten diese Ereignisse für Auswirkungen auf das Leben der einfachen Bevölkerung. Wie war das von der französischen Kolonialzeit in die japanische Besetzungszeit zu kommen? Und danach mit den Landreformen, dann sind die Kommunisten gekommen, dann gab es den Vietnamkrieg, also einfach so viel Krieg und Hungersnöte. Und das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich erzählt. Die Autorin hat auch viele, viele Interviews mit Leuten in Vietnam geführt und das merkt man. Es ist wirklich sehr authentisch, es geht ans Herz, es ist nicht einfach zu lesen. Trotzdem gibt es auch hier und da so kleine Hoffnungsschimmer, die man da eben erfährt. Und ja, man erfährt einfach so viel über die Geschichte. Und ich weiß ja, lieber Andrea, dass du traurige Bücher oder eben ja schwermütige Bücher auch sehr gerne magst. Also du bist nicht jemand, der so leichte Kost liest. Deswegen denke ich, dass dir das Buch wirklich gefallen könnte und dass es einfach ein super Einstieg auch eben ist in die vietnamesische Literatur und in die Geschichte von Vietnam. Und ja, mit den beiden Frauen erfahren wir, dass, wie stark die Frauen in Vietnam sind. Und das, denke ich, ist ebenfalls ein Aspekt, der dich catchen könnte. Also ich hoffe, dass eines der drei Bücher für dich dabei war. Ich hoffe natürlich auch, dass eines der Bücher, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe, auf euren Wunschzettel wandert. Also wenn ich euch auf das eine oder andere Buch kundig machen konnte, dann schreibt mir das sehr gerne unten in die Kommentare. Das würde mich natürlich sehr freuen. Wenn ihr Tipps für mich habt, dann auch sehr, sehr gerne her damit. Ich habe noch lange nicht ausgelesen. Und ich hoffe, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, matane, bye bye.